Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des völlig verrückten Steck mit mir. Alle, die neu sind, bitte schaut euch Folge 1 an. Entschuldigung. An alle Neuen und Quereinsteiger, schaut euch bitte Folge 1 an. Die verlinke ich euch unter diesem Video mit all den anderen. Das ist eine Playlist. Das heißt, wenn Folge 1 zu Ende ist, startet automatisch Folge 2. In Folge 1 erkläre ich genauer, was es mit dem Feu Faire Strémémini auf sich hat, was die Idee dahinter ist, was das Konzept ist. an alle, nicht nur alle Neuen, sondern auch an alle anderen und alle, die einfach nur so per Zufall vorbeigeschaut haben, gar nicht hier landen wollten. Wie geht's euch? Seid ihr noch gut drauf? Ich denke, wir fangen direkt an. Gar nicht langes Gerede. Folge 11 heißt, ich habe immer weniger Swatches, die ich hochwerfen kann. Sie sind immer noch recht bunt, was ich sehr interessant finde. Ich dachte, irgendwann bleiben nur noch schwarze übrig. Aber dem ist wohl offensichtlich nicht so. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich alles da habe. Ich habe mein Buch, meine Notizen und mein Gestrick. Ja, sollte funktionieren. Dann wollen wir heute mal gucken, was wir kriegen. Ich hoffe, diesmal funktioniert es besser. Das mittigste ist tatsächlich... Oh, ich hab's geahnt. Also es war das unterste. Und ich habe immer gesagt, ich nehme das, was am nächsten am Schoß ist. Und das ist, so leid es mir tut... Das ist das Reiskornmuster. Wenn ihr diesen im Vergleich zu einem normalen Swatch euch mal anschauen wollt, einen Moment, ich hebe mir mal kurz auf. Ich habe für jeden Swatch immer 30 Maschen angeschlagen. Und bei diesen hier kann man ganz gut erkennen, jetzt brauche ich natürlich einen, der... auf Kante legen, dass das Muster sehr stramm ist. Das ist gerade die Rückseite, jetzt bitte nicht irritiert sein. Also das hier ist sehr viel links mit ein kleines bisschen ein paar Hebemaschen, also sehr viel rechts ein paar Hebemaschen. Das heißt, das ist ein normales gestricktes Swatch und das Reiskornmuster, das nimmt sehr viel Spannung. Und da letzte Folge, jetzt muss ich mir gerade mal gucken, ob ich das hier ohne allzu laut zu sein herausbekomme. Letzte Folge, das Swatch, das sind auch nur 30 Maschen. Ja, im Gegensatz zu dem jetzigen, wenn ich euch das mal aufeinanderlegen darf. Also das ist das kleinste von allen mit 30 Maschen und das ist das größte von allen mit 30 Maschen. Also das ist, sind zwei sehr unterschiedlich und ich hatte echt Angst, dass das als nächstes folgt und es ist passiert. Deswegen möchte ich von vornherein bitte, dass ihr euch überlegt, ob ihr nicht vielleicht eine halbe Nadelstärke nach oben wandert. Oder eventuell eine ganze Nadelstärke nach oben wandert. Ich habe jedes Swatch in 3,5er Nadelstärke gestrickt. Und wenn man sich das jetzt mal, hier ist ein rechtes, das Musterbild mit dem Musterbild. Also es ist schon sehr eng. Hier unten habe ich dann den Faden lockerer gelassen. Also Ich habe von unten nach oben gestrickt, gemerkt, wie schmal das wird und habe versucht, den Faden lockerer zu lassen. Deswegen geht das hier oben etwas auseinander. Aber das ist wirklich sehr stramm. Es ist kaum dehnbar. Das geht nur minimal nach. Also ich würde echt eine halbe, wenn nicht sogar eine ganze Nadelstärke nach oben wandern. Okay, und jetzt erkläre ich euch, wie das gestrickt wird. Hier habe ich überall schon
Haken dran. Mein Reiskornmuster. Also, das wird gestrickt. Ich habe es komplett zweifarbig gemacht, weil ich es schon mal einfarbig gestrickt habe und halt wissen wollte, wie es zweifarbig aussieht in unterschiedlichen Methoden. Man fängt, wenn man die ganzen Maschen aufgenommen hat, hat man logisch alles rechte Maschen auf der Nadel. Und dann geht man dabei hin, von der Vorderseite betrachtet, werde ich euch das erklären. Es ist einfacher von der Vorderseite, obwohl auf der Rückseite müsst ihr dann auch schieben. Ja, es ist, also, ihr strickt eine Masche rechts, nimmt den Faden nach vorne auf die Vorderseite, schiebt eine Masche rüber, strickt eine Masche rechts, nimmt den Faden nach vorne, schiebt eine rüber, strickt eine rechts, nimmt die Masche nach, die Faden nach vorne, schiebt eine rüber, strickt eine rechts, nimmt den Faden wieder nach vorne, schiebt eine rüber, macht, strickt eine rechts, nimmt den Faden wieder. Ja, das ist immer in jeder Hin- und Rückreihe das gleiche. Der Faden wird immer auf die Vorderseite gelegt, wenn ihr eine Masche rüberzieht. Egal auf welcher Seite ihr seid, das ist die Rückseite, müsst ihr eine Masche schieben, wird der Faden in diesem Fall hinter die Arbeit gelegt, weil hinter der Arbeit ja die Vorderseite ist. Wie macht man das Ganze jetzt zweifach? Ach so, zweite Reihe. Die Maschen, die ihr geschoben habt, strickt ihr. Und die Maschen, die ihr rechts gestrickt habt, schiebt ihr mit dem Faden, mit dem Arbeitsfaden nach vorne. Also es ist im Prinzip das gleiche wie von der ersten Reihe, nur versetzt. Masche geschoben, Masche wird gestrickt, hier wird die Masche geschoben. Hier wird die in der nächsten Reihe die Masche gestrickt und die Masche geschoben. Von hinten bilden sich dann diese Noppen, was ich auch sehr interessant finde. Ähnlich wie bei dem zweifarbigen Perlmuster. Ne? Wo habe ich das? Hier. Da bilden sich auch diese Noppen. Das sieht dann von hinten, wenn man das so macht, ein bisschen ähnlich, ist aber was anderes von der Vorderseite. So, und jetzt kommen wir zu den unterschiedlichen Arten und Weisen, wie ich hier den Faden, die zwei Fäden gehalten habe. Au! Was war das denn? Also hier habe ich in jeder Reihe den Faden gewechselt. Das heißt, ich habe eine Reihe komplett mit dem Weißen gestrickt. Hier einmal komplett mit dem Weißen, dann bin ich da einmal komplett mit dem Roten drüber gegangen und dann wieder mit dem Weißen drüber gegangen. Deswegen entstehen solche Linien, wo ab und zu ein V drin ist. Also V und Minus, V und Minus innerhalb einer Linie. Das ist eigentlich nicht der Effekt, den man mit dem Reiskornmuster haben will. Hier oben habe ich in jeder zweiten Reihe den Faden gewechselt. Sieht man auch schön hier hinten. Hier bildet sich tatsächlich eine Doppellinie. Das heißt, ich habe einmal hin mit Rot gestrickt und einmal zurück mit Rot gestrickt und dann einmal hin mit Weiß und einmal zurück mit Weiß. Und dadurch hat man einmal diese Kreise und einmal, ja, wie soll man das nennen? Das V mit dem Strich unten drunter. Kann man das als V mit Strich unten drunter bezeichnen? Das aufsitzende V? Keine Ahnung, wie man... Ja, aufsitzende V. Es ist kein X. Es ist eindeutig kein X. So. Das ist jede zweite Runde den Faden wechseln. Danach habe ich eine Reihe Weiß, zwei Reihen Rot, eine Reihe Weiß, zwei Reihen Rot, eine Reihe Weiß, zwei Reihen Rot gemacht. Und hier oben habe ich, genau, die Reihen noch weiter auseinandergezogen.
Und zwar habe ich hier eine Reihe weiß und drei Reihen rot. Dann wieder eine Reihe weiß, drei Reihen rot, eine Reihe weiß. Dadurch entstehen Vs und Striche und Vs und Striche. Und ich habe hier, weil das hier so weiter auseinander ist, habe ich, ist mir der Fehler passiert, da habe ich einmal vier Reihen rot gestrickt. Habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Also dieses kleine Muster, ups, Entschuldigung. Das sieht ja schon ein bisschen aus wie Mini-Herzchen, ne? Diese Faust hier. Ich kann mir das auch super gut vorstellen, wenn man für die Reihe, für die Faust, in anderen Farben nimmt, als für die kleinen Striche hier. Das kann. Stellt euch mal vor, mein Rot wäre jetzt grau. Die Faust hätte ich in Rot gemacht und die kleinen Pünktchen in Blau oder in Gelb. Das sieht richtig niedlich aus. Vor allen Dingen auf einer Socke. Aber wie gesagt, es dehnt sich nicht wirklich. Also da ist ein glatt rechtes, weitaus dehnbarer. Oder so ein anderes Muster, ja. Das dehnt sich wirklich nicht. Ihr könnt da leider nicht durchgucken. Ne? Aber das ist das Reiskornmuster. Dafür stelle ich euch auch ein Video unten rein zur Erklärung. Muss ich dazu sonst noch was erklären? Wie gesagt, die Nadelstärke eventuell was erhöhen, weil es tatsächlich, das fühlt sich eher wie gewebt an. Manche nennen auch das Webmuster bei manchen Büchern. In meinem Buch heißt es das Reiskornmuster. Im Englischen heißt es das. Hatte ich gerade noch im Kopf. Englischen heißt das. Fällt mir nicht mehr ein. Aber ich meine, im Englischen ist es auch das Webmuster. Also es ist wirklich ein sehr Leinenstitch. Also leinenartig, weil es sich tatsächlich, das verhält sich vorne auf der Seite wirklich ein bisschen wie Leinen. Also das ist wie Leinenstoff, ja. Die Rückseite ist zu rau dafür. Also was heißt rau? Aber mit den ganzen linken Maschen hier auf der Seite, beziehungsweise geschobenen. Dadurch stehen die ein bisschen hervor. Also es fühlt sich von der Vorderseite wirklich ein bisschen an wie Leinenmuster. Das ist eher gewebter Stoff als tatsächlich ein lockerer, gestrickter. Also das ist echt wie so ein Waschlappen und alles andere ist weitaus weicher. Ja. Ich kann es nicht anders beschreiben. Passt mit eurer Nadelstärke auf. Wenn ihr ziemlich locker strickt und bisher mit einer Vierernadel gestrickt habt, dann wird auch dieses Muster wahrscheinlich ein bisschen einschrumpfen. Dann müsst ihr vielleicht mit der Fadenspannung aufpassen, wenn ihr rüberschiebt. Dass ihr den dann nur einmal um den Finger, also ich weiß ja nicht, wie oft ihr den Faden beim Lockerstricken um den Finger. Es gibt ja auch Leute, die wickeln den Faden gar nicht um den Finger. Das könnte ich absolut nicht. Ich habe den immer um den kleinen und um den Ringfinger gewickelt, wenn ich stricke. Und wenn ich locker stricken muss, dann habe ich den immer nur um den kleinen Finger gewickelt. Aber also ich bin eine feste Strickerin. Deswegen weiß ich, dass ich mindestens eine halbe Nadelstärke höher gehen muss, wenn nicht sogar eine ganze. Wenn ich den vielleicht nur auf den kleinen Finger wickle, dann würde wahrscheinlich eine halbe Nadelstärke reichen. Also wirklich, das macht was aus. Dann wird das ganze Gewebe auch nicht so steif, dann wird es auch noch mal ein bisschen weicher. Der ist mit dabei, mehrfarbig. Wenn ihr den nicht mehrfarbig machen wollt, das geht auch. Das sieht, finde ich, auch sehr schön aus. Ich kann mal gucken, ob ich das in dem Buch ein schönes
Ein schönes, schönes, schönes. Foto vom Perlmuster finde. Das sollte in der da, Reiskornmuster. Ja, das euch jetzt zu zeigen, ne? So sieht das. Ich halte es euch gerade auf den Kopf hin, weil ich dann zu viel zum Zudecken habe, weil das ja ein Buch ist, was man sich kaufen muss. So sieht das einfarbig aus. Ich weiß nicht, was für eine Nadelstärke die da benutzt haben. Und dazu dann einfach mal mein mehrfarbiges. Also es macht echt schon... Ich fand das mit den Dreiecken halt so lustig und dann mit den Herzen, die sich da bilden. Deswegen habe ich gedacht, das könnte mal interessant für euch sein. Es geht natürlich sehr langsam voran wegen den ganzen Hebemaschen, die man da machen muss. Aber es ist am Ende doch sehr schön. Und jetzt zeige ich euch, welches Dilemma ich mit Folge 10 hatte. Oder und zwar habe ich ein Dreieck stricken wollen und das ist kein Dreieck geworden. Ja, wer nachdenken kann, ist klar im Vorteil, ne? Also ich wollte eigentlich hier... Der soll nämlich diesen Bogen nicht machen, dieses Muster hier. Der soll hier gerade sein. So, um mich den hier hochziehen. Und da wollte ich von der Ecke nach hier ein Dreieck reinstricken. Aber, kein Dreieck, sondern ein riesenlanges Rechteck, was auch immer. Also werde ich voll das nochmal ribbeln und dann nochmal vernünftig mein Dreieck da reinarbeiten, damit sich dieses hier nicht mehr so in den Bogen zieht, sondern wieder schön gerade ist. Ja, das heißt, ich muss zwei komplette Stücke stricken bis zum nächsten Mittwoch. Wovon eines natürlich, das hier hat auch lang gedauert, also das merke ich auch, aber ich wollte das eigentlich auch mal zweifarbig ausprobieren, weil ich im Video gesehen habe, die benutzt zwei Fäden, wodurch das Muster natürlich noch viel, viel schöner rüberkommt. Könnt ihr da durchsehen? Ein bisschen, ne? Ja, man sieht man meine Schulter. Also das ist sehr luftig. Ich finde das trotzdem sehr schön. Und was mein Faden ist ja gesprenkelt. Ich habe ja helle und dunkle Flecken. Und bis auf an diesen zwei Stellen, da und da oben, liegt der eher so wie hier im Hintergrund. Das ist nicht hier vorne das große X, sondern das ist diese kleine Masche da hinten, die man links stricken muss. Das fand ich auch sehr lustig, dass es die ganze Zeit geklappt hat, aber dann an den zwei Stellen nicht. Und hier habe ich eine sehr helle Stelle, sehe ich gerade. Ich finde das schön. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich im Tisch gefahren. Ich finde das sehr schön. Leider ist es viel zu groß geworden, also da muss ich nochmal dran. Ja, das heißt, ich muss aufholen. Ich habe viel zu tun. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht noch 15 andere Projekte auf den Nadeln. Und vielleicht noch 20, die ich gerne auf den Nadeln hätte, aber dann werde ich verrückt. Wie macht ihr das? Habt ihr auch mehrere Sachen auf den Nadeln? Also wenn es bei mir zu viele Projekte werden, kriege ich ein schlechtes Gewissen. So 5, ja, aber mehr. Also mein Milch möchte ja auch, dass sie fertig werden. Ne? Will ja auch was haben, was man dann tragen kann. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch was. Einen schönen, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, schönen Mittag. Wann auch immer ihr dieses Video guckt. Einfach nur einen schönen. Und wir sehen uns zum nächsten Mal in Folge 12. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Geduld und hoffe, ich konnte euch mal wieder ein bisschen inspirieren. Ciao!